zur Pressekonferenz nach dem Spiel Austria Wien gegen WRC 3:0. Peter, Teil 1 des Europacup-Finales ist absolviert. Wie bewertest du jetzt die Chancen, beziehungsweise wie bewertest du das Spiel vielleicht? Beginnen wir da. Ja, also wir haben, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben, also ich brauche nicht drum herum reden, aber da musst du auch was tun dafür. Wir haben einen idealen Spielverlauf gehabt. Also wenn du sagst, wie hättest du das gern, dann ist es schon ganz zu Beginn, also gleich nach der Pause, wenn sich der Gegner was überlegt. Aber wir haben es gefühlt über 90 Minuten durchgezogen. Wir sind konsequent dran geblieben. Wir haben auch die Phasen versucht dann zu korrigieren, als der WRC so Mitte erste Halbzeit mehr im Spiel war und gefühlt auch Halbpositionen mehr angespielt hat, da haben wir es ein bisschen länger im Zentrum gemacht. Also wir haben heute auf vieles Antworten gehabt und ich glaube, es ist dann heute halt für den WRC auch schwer geworden, ihr Spiel, das sie normalerweise haben, auch im Offensivspiel, dass sie es so umsetzen können. Es war heute eine reife Leistung und wir haben uns natürlich eine super Ausgangssituation verschafft und mal schauen, was jetzt kommt. Wir schauen, dass wir wieder frisch werden. Das ist wichtig. Und dann rein in den letzten Fight. Ausgangssituation ist super. Blenden dürfen wir es nicht lassen, weil ja auch klar ist, wir nehmen unsere positiven Dinge mit. Die darfst du nicht als selbstverständlich nehmen, weil da so viel investiert dafür. Der WRC wird wissen, wie sie es vielleicht jetzt anders machen. Und werden auch anders auftreten, da heißt es nicht überrascht sein. Und wir haben auch, ist noch nicht so lange her, gesehen, dass 20, 25 Minuten mit wenig Körperspannung auch in Ried zu 3 Gegentreffern führen kann. Also es ist noch nichts erledigt, aber wir haben natürlich auch nicht gedacht, dass wir so eine gute Ausgangssituation haben werden. Dankeschön, Peter. Für Fragen, Handzeichen bitte. Ralf kommt mit dem Mikro. Flo Gröger, Kronenzeitung beginnt. Peter, du hast in den vergangenen Tagen und Wochen öfter angesprochen, diese Entwicklung in der Mannschaft, die sich vielleicht für Außenstehende teilweise nicht sofort in Ergebnissen wiedergespiegelt hat. Ich glaube, du hast gesagt, die Führung muss man sich auch erarbeiten oder verdienen. Ich glaube, zum 5. Mal hintereinander das 1-0 gemacht. Geht das auch ein bisschen in die Richtung? Ich weiß nicht, aber ich glaube, sie haben im Laufe des Jahres mehr und mehr verstanden, was notwendig ist, um die Chance erfolgreich zu sein, dass sie die als größer gestalten können. Das ist halt so. Also diese Konsequenz, diese Bereitschaft, unangenehme Dinge zu machen. Fußball spielen wollen die eh alle gern, aber es gehören halt unangenehme Dinge auch dazu. Ein taktischer Zugang, wo du was machen musst, eine Unterstützungsläufe im Offensiv, auch im defensiven Bereich, Unterstützung dazu, nie aufzuhören, trotzdem immer wieder zu arbeiten. Also diese Dinge, glaube ich, haben sie mehr und mehr angenommen und deswegen sieht man auch, glaube ich, jetzt die Mannschaft ist relativ stimmig, die Mannschaft ist auch gereift, das kann ich nur noch mal sagen, es stehen alle Jungs. Und wir haben sehr, sehr viele, die nicht wissen, wo sie nächste Saison spielen, ob sie noch hier sind oder was anderes machen. Sie stehen alle bereit. Es war heute ja wieder schwer, quasi 4 Jungs zu sagen. Für den einen oder anderen gibt es auch eine Erklärung, aber 4 Jungs aus dem Kader zu streichen, es ist schwierig. Es hat sich was entwickelt. Die Jungs stehen zu dieser Mannschaft, die stehen zu dem Club und die wollen alles unternehmen. Und das ist gewachsen. Also das, auch das ist Arbeit, wo jeder was einbringen muss. Muss man auch sagen. Ne? Anschlussfrage, Flo Gröger. Viele Spieler waren sehr gut, ein paar in der Offensive haben sogar aufgezuckert gewirkt. Könntest du vielleicht 2, 3 Sätze zu Marco irgendwie sagen? Vielleicht zu heute und vielleicht auch zu, was ihn dahin geführt hat, vielleicht zu dem Punkt. Ja, das ist, also wir haben uns ja genau überlegt, als wir den Marco geholt haben, was sind seine Stärken, wo hat er so seine Dinge, die nicht optimal sind, weil sonst hätte er vielleicht, wäre schon woanders permanent explodiert. Er ist ein unglaublich intelligenter Fußballspieler. Er erkennt Räume, er sieht es, er spekuliert mit Fehlern des Gegners, er hat natürlich einen sehr, sehr guten Abschluss. Ich glaube, was er braucht,
Der ist jetzt noch immer in einem sehr, sehr guten Alter. Ist diese Konsequenz, gewisse Dinge über einen längeren Zeitraum durchzuziehen. Also das, was ihn begleitet, ist ja immer eine richtig gute Phase und dann ist es ein bisschen schwierig. Und das ist ja das, was man ihm halt auch noch mitgeben muss. Er muss ganz einfach dranbleiben, dann kann er ein unglaublich wertvoller Spieler sein. Er hat vieles von dem, was ein guter Stürmer braucht. Er hat Spielverständnis, er kennt Situationen, einen Abschluss. Er ist auch, so wie heute, auch bereit gewesen, auch für die Mannschaft da im defensiven Bereich wirklich auch mitzuarbeiten, wenn es notwendig war. Das ist zwar auch nicht sein Lieblingsgeschäft, aber das hat er heute auch gut gemacht. Harald Ottawa vom Kurier beginnt. Sorry, da kommt er. Das, glaube ich, war das fünfte Spiel in den vergangenen zwei Wochen. Bist du selber ein bisschen überrascht, wie frisch die Spieler heute über 90 Minuten gehen haben können? Wie hält man das aufrecht? Wie trainiert man dann? Ist da mehrere Generation? Das war ja, also, doch ein Mammutprogramm. Also, könnt ihr ja sagen, vielleicht sind sie frisch, weil wir gar nichts trainieren. Es ist Regenerationsarbeit. Und wir haben ja auch in den Wochen davor ja phasenweise ja den Kader nicht einmal komplett auffüllen können, weil uns ja immer wieder gefällt haben. Ne? Das heißt, auch für die war das eine große Belastung auch in der Zeit. Die haben auch hauptsächlich regeneriert nach den Spielen, auch wenn es jetzt eine längere Phase war. Also es war wenig von dem, wo ich sage, du hast intensiv trainiert. Was du dann gemacht hast, waren viele Sachen natürlich im taktischen Bereich, auf den nächsten Gegner hin arbeiten, das magst du dann schon. Aber ansonsten war wenig körperliche Arbeit und es geht um Regeneration und wieder Frische. Und das ist jetzt an die nächsten drei Tage angesagt. Also du brauchst ja nichts mehr machen, du brauchst keinen körperlichen Reiz mehr setzen, damit sie dann im Urlaub fitter sind, sondern du musst das Name über 90 Minuten bringen. Ne? Thomas Muck, Sportreport. Peter, herzlichen Glückwunsch zum Sieg und zur bärenstarken Leistung deiner Mannschaft. Ich möchte an das anschließen, was der Kollege gefragt hat. Deine Mannschaft hat körperlich und geistig viel frischer gewirkt. Das hat auch der Roman Stary so bestätigt und hat auch gesagt, dass am Ende auch der Wille, der stärkere Wille deiner Mannschaft den Ausschlag gegeben hat. Wie würdest du sehen? Also, wenn Kollege uns lobt, dann kann ich natürlich gar nichts dagegen sagen. Ne? Sehr klar. Also, ich finde auch, sie haben gezeigt, dass ihnen die Mannschaft wichtig ist. Sie haben gezeigt, dass ihnen der Verein wichtig ist, dass dieses Ziel, das wir jetzt doch noch erreichen können, dass ihnen das wichtig ist, so wie sie jetzt aufgestellt sind. Das ist ja das, was ich gesagt habe, was mir imponiert. Ich habe sie, glaube ich, in den Pressekonferenzen rundherum des Öfteren gesagt. Das ist das, was mir den Respekt abbringt von dieser Mannschaft, weil ihm vieles unsicher war das ganze Jahr, noch immer vieles nicht klar ist und sie stehen zueinander und sie wollen jetzt dann, sind ganz klar im Fokus, dass sie dieses Ziel erreichen. Wir haben es noch nicht erreicht, aber wie sie es angehen, wie sie versuchen, quasi ihre wahrscheinlich persönlichen Befindlichkeiten hintanzustellen, weil das eine oder andere noch nicht klar ist, weil es schwierig ist. Also es ist niemand, der querschießt. Das sind alle griffig und sind alle giftig. Und das ist schon eine Geschichte, die ist bemerkenswert. Das ist da, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt. Da kann man natürlich sagen, das ist normal, das sind Profis und das muss funktionieren. Ich bin so lange dabei, als dass ich weiß, hinter den Profis stecken Menschen mit ihren Gedanken, mit ihren Sorgen, mit ihren Problemen, mit ihren Gefühlen. Es ist nicht alles so einfach und trotzdem stehen sie da und bringen dann so eine Leistung. Und du kannst tauschen und es kommen wieder Jungs rein, die wahrscheinlich gern von Beginn an gespielt hätten, weil wir die Zuschauer da gehabt haben und man sagen müsste, wir haben uns heute halt anders entschieden. Es ist spannend. Wir haben noch drei schöne Tage jetzt mit zusammen und hoffentlich ein erfolgreiches Spiel am Wochenende. Meine Anschlussfrage, du hast das Wort Zuschauer in den Mund genommen. 3000 Leute, es war phasenweise sehr laut. Man hat gespürt, dass die Mannschaft doch einen gewaltigen Push nach vorne bekommen hat. Und dann auch noch Anschlussfrage zu dem.
Nach dem Spiel haben die Fans deinen Namen skandiert. Jetzt rückblickend betrachtet, nur alleine aufgrund dieser Situation, war es das dann am Ende, wie du diesen Respekt der Fans gespürt hast, war es wert? Das war's auf, also, die Frage stellt sich überhaupt nicht. Also nochmal, ich bin zu nichts hier gezwungen worden und alles habe ich gern gemacht, auch wenn es herausfordernd war. Da gibt es keine zwei Meinungen. Es hätte während dieser zwei Jahre, wenn ich es darauf anlegen hätte wollen, auch Möglichkeiten gegeben, was anderes zu machen. Für mich war klar, diese zwei Jahre, auf die habe ich mich committed, weil das mein Club ist, der Probleme hat, der immer noch Schwierigkeiten hat. Ich glaube, wir haben einiges angestoßen. Und es hat sich, unabhängig davon, wie ich zu diesem Club stehe, das weiß eh jeder, hat es sich auch gelohnt und das habe ich auch, glaube ich, sehr, sehr oft gesagt, diese Mannschaft, auch wenn wir unsere Ziele, auch wenn sie möglicherweise das eine oder andere zu hoch gesteckt sind, wie auch immer, das kann ja jeder für sich selbst bewerten, aber mit dieser Mannschaft zu arbeiten, war echt eine Freude. Das ist so. Also die Jungs sind griffig, die nehmen Sachen an, es hat Spaß gemacht, das habe ich, glaube ich, auch immer gesagt. Und allein deswegen hätte es sich gelohnt. Aber ich habe diese zwei Jahre hier nie bereut. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich in meinem jetzt gar nicht mehr ganz so jungen Traineralter dann auch noch sehr, sehr viele Dinge sehe von Strukturen in einem Club in verschiedensten Bereichen. Also ich habe nur einiges dazugelernt. Also es hat mich auch weitergebracht, aber es war schon sehr, 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 sehr herausfordernd und ich hoffe, dass der Verein wieder so ein wenig in die Ruhe kommt, auch im wirtschaftlichen Bereich und in den Rahmenbedingungen, dass man da halt dann einmal über einen längeren Zeitraum auch wirklich Step by Step noch was auf die Beine stellen kann. Stefan Neuderer, Önews. Ich möchte auch zu diesen letzten Spielen in der Generali Arena fragen. Du hast es jetzt erst angedeutet, jeder Spieler ist auch Mensch, dahinter auch der Trainer. Wie war eigentlich der Abgang von dieser violetten Bühne emotional gesehen für dich? Es ist immer speziell. Also es ist ja bei mir nicht das erste Mal, aber man kann nicht sagen, es ist eine Gewohnheit oder ein Gewöhnungsprozess. Es ist immer schön, wenn du, also ich sage einmal, allgemein in Zeiten wie diesen, das hat ja nicht nur mit dem Sport zu tun, wir haben eine komplexe, schwierige Zeit momentan. Und wenn du, es geht vielen Menschen nicht richtig gut, sagen wir es einmal so, es ist für alle herausfordernd. Und wenn du irgendwo Zeichen der Anerkennung, des Respekts kriegst, ob das 3.000 sind, ob das 30 sind, ob das 30.000 sind, wie auch immer, dann gibt er das schon ein gutes Gefühl. Ne? Also, und das ist schon, wir haben versucht, bestmöglich unsere Arbeit abzuliefern. Die Bewertung, meine Güte, die steht ja Gott sei Dank jedem frei, das einzuordnen, ob was gut war, was nicht gut war. Das ist nicht das Entscheidende, aber es war emotional für mich, das muss ich schon sagen. Ne? Klar. Ja. Thomas Schrenk von der APA, bitte. Marco Diocin hat dann nach dem Spiel gesagt, nach dem Ried-Spiel haben sie Tacheles geredet innerhalb der Mannschaft. Mhm. Dieses Gegentor jetzt in der Nachspielzeit in Ried, inwiefern kann man sagen, dass das, was danach gekommen ist, jetzt ein bisschen Auswirkung gehabt hat auf das, wie sich die Mannschaft jetzt präsentiert? Nein, also weiß ich nicht, aber Tacheles, also ich glaube, wir haben immer versucht, die guten Dinge aufzuarbeiten, zu zeigen, was funktioniert, aber ich glaube, wir haben auch immer versucht, unsere Dinge, die nicht optimal waren, auch zu zeigen. Aber eines war für uns, glaube ich, immer klar, dass also mit weniger Aufwand und mit einer Selbstzufriedenheit oder so, wie es eben dann diese 20 Minuten mit der 2-0-Führung, mit denen, wo wir gesagt haben, okay, jetzt bringen wir noch unsere Jungs, dass die ein paar Minuten kriegen, die viel gespielt haben und die anderen waren, wie sagen wir mal so, wirklich am Ende, weil sie lange nicht gespielt haben. Und dann kippt so eine Partie aufgrund dessen, weil wir quasi gar nichts unternehmen. Und das ist das, was wir das ganze Jahr gesagt haben. Also wir werden nur
Entwicklungsschritte machen. Wir werden nur gegen gute Mannschaften gewinnen, wenn wir natürlich auch unsere Leistungsgrenze kennen. Für uns geht nichts selbstverständlich zum jetzigen Zeitpunkt. Das entwickelt sich dann möglicherweise, dass du siehst, wie es funktioniert, aber so weit sind wir nicht. Und das hat mich eben dann in dem Punkt wahnsinnig geärgert und auf der anderen Seite bestätigt und auf der dritten Seite möglicherweise auch die Mannschaft dann auch wieder so klar werden lassen, dass sie halt sehen, das stimmt schon, was der Alte ab und zu einmal sagt, dann kann das kippen. Und diese 20 Minuten noch einmal, die haben uns 3 Tore eingefangen und auch mit der Unterstützung der Zuschauer dort. Und das kann uns eben auch, und das war das Erste, was sie gesagt haben, das kann auch am Sonntag passieren, dass schnell was kommt und wenn du nicht bereit bist, und auf das müssen wir vorbereitet sein. Und das ist das, was ich gemeint habe, Fehler, das passiert, gegen einen besseren Gegner zu verlieren, weil die eben besser sind, ist auch kein Problem, aber etwas herzugeben, was du eigentlich hast, aus einer Situation, weil du nicht alles unternimmst mehr, weil du nicht mehr bereit bist, was zu machen, das ist das, was uns immer gestört hat. Und das ist da halt in Ried alles zusammengefallen und vielleicht haben wir das eine oder andere daraus gelernt für die 2 nächsten Spiele, die wichtig waren, das kann sein, aber es ist so unser Grundtenor, zu dem wir eigentlich, seit wir zusammenarbeiten, auch stehen, das ist eben für mich wichtig. Also Fehler akzeptiere, wenig Aufwand akzeptiere ich gar nicht. Ne? Bitte. Aufzubauen, welchen Eindruck, ich meine, ich weiß, es war jetzt nicht viel Zeit, aber welchen Eindruck hat jetzt die Mannschaft nach Schlusspfiff gemacht? Haben's, ich meine, es ist jetzt erst die Halbzeit natürlich, man ist 3-0 vorn, war es eher so, dass man den Eindruck gehabt hat, sie freuen sich jetzt nicht so wahnsinnig oder verhalten? Sie wissen schon, dass es noch nicht erledigt ist, das ist klar. Aber sie wissen auch, dass wir jetzt in den letzten Tagen das erste Mal in der Saison in Hartberg gewonnen haben, ein ganz wichtiges Spiel. Und sie wissen auch, dass wir heute in einem noch wichtigeren Spiel gegen Wolfsberg das erste Mal gewonnen haben. Das wissen sie. Es gibt ihnen ein Gefühl, dass sie wissen, sie haben es drauf und sie können es auch drüber bringen. Aber sie wissen ganz genau, es ist noch nicht erledigt. Ne? Und das ist auch klar. Sie freuen sich sehr, wirklich, das muss ich schon sagen. Aber sie wissen auch, dass wir noch eine Reise nach Kärnten haben. Gut, dann sagen wir von Viola TV auch Dankeschön, Peter, war die letzte Pressekonferenz hier aus der Generalarena. Ja. Wünschen alles Gute. Und natürlich, es gibt noch am Sonntag das entscheidende Spiel. Und ja, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke.